Wunderschön. Hier scheiß Viecher. Hallo, ich brauch irgendwas. Irgendwas zum Schlagen. Irgendein Schlagstock. Irgendwas. Zumindest gibt's hier unten sauberes Wasser. Oh. Welle. Okay, jetzt haben wir eine Schusswaffe. Gibt es da noch eine Nahkampfwaffe oder so? Zigaretten. Spiegel. Nein. Oh, noch eine Pistole. Noch eine Munition. Nett. Dich hole ich mir später. Boah, geil. Was ist das? Kryolator. Auch eingefroren. Okay. Ist das alles, was noch übrig ist? Naja, man kann zumindest froh sein, dass irgendwas übrig ist. Ey, du, ich glaube, du hast Knickschmerzen. Ja, gut. Mal lieber nicht zu viel verschwenden. Ja, Steampacks halten Energie. Okay. Können wir wetten, das ist schon mal wie in den anderen Teil. Hier müssen wir wieder an den PC. Naja. Ist erstmal weit, das geht unwichtig für uns alles. Wir wollen hier so schnell wie möglich raus. Ich will meine Frau rächen. Ah, du fette Viech. Ah, ein gezielter Faustschlag ist ja effektiver. Wo ist noch eine? Oh. Wieso lädt sie jetzt nach? Alter! Ich höre doch noch eine. Ja, das mit Nachladen ist ja in jedem Spiel gleich. Oh, der Ausgang. Und eine Kakerlake. Und ist das da noch eine? Na, ist da drin nicht. Alter. Lebt denn überhaupt noch wer? Hat es jemand nach draußen geschafft? Ach, das ist der Nacktscanner hier. Okay, nee, hier waren wir doch schon. Munition. Also meiner Erfahrung nach weiß ich, dass im Wasser eigentlich immer irgendwas ist. Aber hier anscheinend nicht. Hier verstecken sie nicht immer ganz gerne Sachen. Hey, das bekannte Allzeitspielzeug. Allerdings diesmal zum Umschneiden und nicht zum ewig für immer an die festgemacht. Auch mal gut. Und sogar selbst reinigen. Habt ihr das gesehen?
Ja, yeah, wir haben eine Brille. Ja, ist klar. Neugier bezahlt sich aus. Das ist auch, glaube ich, immer dasselbe. Das sind echt dicke Panzertüren. Dass der Strom nach mehreren Jahren wieder funktioniert oder immer noch funktioniert, ist auch irgendwie übel. Haben die aber geil gemacht. Mal zugeben. Schon gewundert. Hallo. Wir sind fertig. Tipp und klar. Stand with him. Circle. Okay, steh im Kreis. Ich weiß nicht, wie das hier mit dem Rechten ist, also Musik aus. Also mal gucken. Hey du! Okay. Das waren die Leute, die alle gewartet haben. Die nicht mehr reingekommen sind. Das ist wahrscheinlich der Wachmann, der dann, ja, hier gestanden hat und uns reingelassen hat. Hier haben wir altes Dorf. Sanctuary. Ah. Hey! Mein Roboter lebt noch. Ja, ist denn das? Sieht nur nicht mehr ganz so poliert aus. Ist es wirklich? Oh mein Gott.
darf nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein? Wovon reden Sie überhaupt? Sie wirken verzweifelt. Vielleicht kann Ihre Frau Ihnen eine dieser Umarmungen anbieten, die Menschen so mögen. Ach ja, wo ist denn Ihre bessere Hälfte? Sie kamen in den Vault. Vielleicht hast du sie gesehen. Bewaffnet. Mit seltsamen Outfits. Nur Miss Roses Junge, der in einem Halloween-Kostüm rumgelaufen ist, mehr als eine Woche zu früh. Diese Frau hat Nerven, ihr Gehör unbeaufsichtigt zu lassen. Nicht wie in dieser Familie, Sir. Sie und Ihre Frau sind ein so verantwortungsbewusstes Paar. Wo ist sie überhaupt? Sie ist an einem besseren Ort. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimmung. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Charade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Cotsworth, hör mir genau zu. Hast du ihn gesehen? Hast du Sean gesehen? Ihre Frau hatte ihn, wissen Sie noch? Vielleicht ist sie zu den Parkers gegangen, um einen Termin zum Spielen zu vereinbaren. Sie ist bestimmt schon bald wieder mit ihm zurück. Dieser Roboter ist total hirnlos. Das ergibt keinen Sinn. Warum sollte mir jemand meinen Sohn wegnehmen? Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. Nein. Nein, das ist nicht möglich. Ich war nicht so lange weg. Keine 200 Jahre. Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, Sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Was? Nein! Ich brauche Hilfe, Cotsworth. Kein Essen. Sir, ich habe nachgedacht. Wenn etwas nicht stimmt, verstecken sich Ihre Lieben vielleicht vor der roten Gefahr. Die rote Gefahr. Du machst wohl Witze. Ich habe eine Idee. Suchen wir das Viertel ab. Ihre Frau und der kleine Sean, sie sind immerhin auch meine Familie. Cotsworth, geht es dir auch bestimmt noch gut? Oh, Sir, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemandem, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebodert. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Ja, immer schön drüber, ganz einfach. Schluss damit. Komm zum Punkt. Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Wenigstens etwas. Es soll als Erinnerung dienen, Sir, an glücklichere Tage. Also, genug mit meinem Selbstmitleid.
Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. Na ja. Hey, du da. Bleib stehen. Was denn jetzt? Da. Hier ist nichts außer ein paar Fliegen. Wahnsinn! Meine Sensoren empfangen Bewegung in einem anderen Haus. Kommen Sie mit! Was ist denn da los? Dieses Mal nicht. Und zwar nicht hervorragend. Kämpft ihr weiter. Kontakt vorwärts. Autsch. Codsworth. Sir, hier ist Ihre Familie auch nicht. Sie ist wirklich fort, oder? Zufrieden? Das war eine totale Zeitverschwendung. Ich wollte nur helfen, Sir. Vielleicht können Sie es in Concord versuchen. Ich habe dort Leute gesehen und die sind nur minimal schwer bewaffnet. Die gefallen mir jetzt schon. Oh, gut. Vielleicht kommen Sie mit ihnen zurecht und Sie können helfen, den kleinen Sean zu finden. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Na dann. Au. Dann gucken wir doch, was wir finden. Wir werden hier gewohnt. Schön, wie das alles hier aussieht. Na ja, dann. Oh ja. Und ein Gammelhaus. Oh, das ist cool. Sehen wir nicht mehr so Standard aus, das ist ja. Nö, zwei Schuss ist mir zu wenig. Ah! Ach, grüße den Hund, okay. Hey, Kumpel!
Was machst du denn ganz allein hier draußen? Du scheinst echt okay zu sein. Okay, lass uns zusammenbleiben. Sie nennen sich Hund. Schau deinen Hund an, wollte ihr um ihn Befehl zu geben. Ey, ey! Ach, Hund hat was gefunden. Was hast du gefunden? Eine Flasche. Hund hat noch was gefunden. Oh! Sehr, wir verstehen uns prächtig, mein Bruder. Ah! Oh! Okay, nein, jetzt gerade nicht. Und aus. Man weiß halt nie, wie das jemand in Rechten ist. Das geht nicht. Ey! Maulwurfsratten. Oh, hier kann man kochen. Yeah. Mach was. Rüstungswerkstatt. Okay. Eine Waffenwerkstatt. Okay, also können wir alles so nach und nach mal erforschen. Level 2, yay! Oh, Luca Cola. Was hast du, Junge? Oh, Kürbisse. Kann man mitnehmen. Sollte man mitnehmen. Die bekomme ich so nicht auf. Na gut, Leute, aber ich würde mal sagen, hier hören wir auch für diese Session auf.
Ne? Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und erforschen dann das Fallout weiter. Jo, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis denn dann. Ciao.